Hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und ich will euch heute mal die Maschine von Husqvarna, die 543 XP Motorsäge, vorstellen. Ist ein sehr gutes, fast Profi-Gerät, kann man sagen, weil es ist gegenüber der Vollprofi-Version ein bisschen abgespeckt. Die Vollprofi wäre jetzt die 550er zum Beispiel. Ist interessant für einen anspruchsvollen Gelegenheitsbenutzer oder für einen Profi, wo er eine leichte Zusatzmaschine haben möchte. Weil die ist vom Gewicht her leichter baut. Ist aber trotzdem eine sehr gute Husqvarna-Maschine. Ihr habt schon eine schöne Schneidgarnitur mit 38 Schnittlänge. Ist also ideal für kleinere Bäume schneiden und zum Ausasten. Und sie ist relativ leicht vom Gewicht und wiegt bei allen Profimaschinen, man hat ein Aluminiumgehäuse. Aluminiumdruckgussgehäuse. Oder Magnesiumlegierung, wenn man es genau nimmt. Ist auf jeden Fall leichter und stabiler als wie ein vergleichbares Kunststoffgehäuse. Mit der jetzt einmal den Startvorgang erklären. Ist bei der Maschine eigentlich ganz einfach. Mit der jetzt hier Primer drücken, bis der Sprit da ist. Dann das 3-4 Mal drücken, wenn die kalt ist. Dann Schock ziehen, hier, das ist der blaue Hebel. Dann, da ist der Ausschalter, der geht automatisch zurück, also da müsst ihr jetzt nichts beachten. Und was aus Sicherheitsgründen wichtig ist, Bremse reintun. Also den Hebel nach vorne drücken, dass die Kette nicht lossaust, gleich wenn du die anschmeißt. Ganz wichtig. Was ich euch empfehle, auf jeden Fall einen Gehörschutz aufsetzen, weil das Gerät ist ja laut. Also in dem Fall ist jetzt das eine Gehörschutzkombination von der Firma Rockmann Juwelhelm. Ist KWF geprüft, das hat die Ausführung mit zusätzlichem Nackenschutz, ist bei Regen recht gut. Metallgitter mit Kunststoffumrandung, dass das Gesicht da gut abgedeckt wird. Bei dem Modell, der hat eine zusätzliche Schutzbrille. Ist zum Beispiel jetzt wichtig, wenn ich auch Freischneiderarbeiten durchführen möchte, weil da ist das Gitter alleine zu wenig. Da kann ich die Brille dann noch runterklappen zusätzlich. Und hinten habe ich auch noch eine Drehverstellung. Hier einfach rausziehen, kann ich hier mit der Drehverstellung einstellen. Auch gibt es auch ein einfaches Modell ohne Nackenschutz, ohne die Schutzbrille. Gibt es genauso. Gehörschutz ist auch hier in der Höhe verstellbar. Also ihr könnt die Ohrmuschel rauf und runter setzen, dass der auch vernünftig am Kopf passt. Und Kopfweite ist universell. Aufsetzen. Dann am besten hinten an der Drehverstellung entsprechend einstellen und dann einfach reindrücken, dass gesichert ist. Also sollte man so einstellen, dass er nicht drückt, aber dass er einen Halt hat, dass er Kopfschutz nicht verrutscht. Gehörschutz klappt man dann entsprechend runter, das drückt man einfach hin, wenn man loslegt. Zum Startvorgang, wie gesagt, wir haben jetzt alles gemacht. Es gibt zwei sichere Methoden, um zu starten. Entweder ihr stellt es auf den Boden und stellt so einen Fuß rein. Oder andere Methode, ihr klemmt es zwischen die Füße, die Oberschenkel gescheit einklemmen, aber nicht unbedingt so, weil das kann wehtun. Also einklemmen, Bremse muss drin sein und dann zieht sie einfach bis zu einem kurzen Hurster macht. Dann den Schock reinziehen. Beim allerersten Mal braucht die immer ein bisschen länger, weil die ist noch nie gelaufen, die Maschine. Dann wieder Fuß reinstellen. Das Gas geben, geht es auf Standgas zurück. Wenn es nun mal ausgehen sollte, ist das auch kein Problem. Dann nochmal Schock rausziehen, wieder reinschieben, dann heizt sie auf Halbgas, dass ihr die Drehzahl habt. Nochmal anziehen. Thank you.
Anfang nicht unbedingt gleich Vollgas geben, sondern so wie ich jetzt gemacht habe, vorsichtig Gas geben. Prinzipiell, wenn man natürlich schneiden möchte, sollte man dann nur Schutzhosen anziehen. Da ich jetzt nicht schneide, habe ich jetzt keine angezogen. Aber wenn ihr schneiden wollt, natürlich entsprechend eine Schutzhose anziehen, weil wenn wirklich einmal abrutschen sollte oder irgendwas, dass man sich natürlich nicht verletzen kann. Ganz wichtig von der Sicherheitsausrüstung. Also, das war wieder Bernhard Eschbaumer über die Husqvarna 543 XP Profimotorsäge. Für einen anspruchsvollen Gelegenheitsbenutzer, die nicht ganz so teuer ist, kann ich euch nur wärmstens empfehlen als Maschine zum Ausrasten und für bis mittelgroßen Bestand könnt ihr die super hernehmen. Und zum mal testen wollt ihr bei mir, könnt ihr auch gerne machen, kommt einfach vorbei, aber nicht vergessen Schutzausrüstung mitbringen, dass nichts passieren kann. Das war wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer. Und wenn ihr noch Tipps und Anregungen habt, gerne bei uns melden. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, vorbeikommen. Wenn es euch gefallen hat, macht es ein Gefällt mir. Dert mir liken, dert mir abonnieren. Vergesst nicht unser aktuelles Gewinnspiel. Da könnt ihr drei super Preise gewinnen, wenn ihr das entsprechend beim Video kommentiert und teilt vom Gewinnspiel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag.